Hi Leute, was geht ab? Ich bin Darina und willkommen auf meinem Kanal. Heute reviewen wir eine Palette. Man sieht sie im Hintergrund. Ich bin sehr excited und zwar ist es meine erste Jeffree Star Palette überhaupt und es ist die Thirsty Palette. Ich bin so happy, ich bin so aufgeregt, weil Jeffree Star gibt es hier nicht. Es gibt nur halt auf Beauty Bay. Wenn man aus Amerika bestellen würde, müsste man Zollkosten bezahlen, aber Beauty Bay umgeht die, weil Beauty Bay liefert aus Großbritannien. Und deshalb bin ich sehr aufgeregt, dass ich diese Palette habe. So sieht sie aus. Also das ist, die Verpackung ist mehr Gold und hier ist sie mehr Gelb, was nicht so schlimm ist. Ich bin so happy. Ich hasse das. Ich hasse das. Okay. Kann man die komplett knicken? Nein. Das ist schade, Marmelade. Die Palette hat 15 Farben, 10 matte Shades und 5 gepresste Glitzerpigmente. Das freut mich richtig doll. Mal schauen, wie die performen. Beauty Bay hat sehr gut geliefert. Die Palette war in zwei. Diese. Die Palette war sehr gut eingepackt. Während der Lieferung hätte ihr gar nicht zustoßen können. Und ja, ich fand es sehr gut verpackt. 10 out of 10 Beauty Bay, well done. Die Namen sind wunderschön. Ich freue mich wegen Divine, wegen diesem Silber-Shade, weil ich habe wirklich, ich glaube, ich habe keine gepresste Pigmente in der Farbe Silber. Spiegel ist richtig groß, richtig gut, finde ich. Well done. Da ist die Kamera. Hi. Hi. Meine Nachbarn sind laut, ich muss mein Fenster zumachen. Hold on. Die Palette hat auf Beauty Bay 50,50 Euro gekostet. Das geht, finde ich. I don't know. Sie ist sehr groß, finde ich. Aber was ich sagen muss, auf den Reviews, die ich geschaut habe und generell auf Jeffree Star's Videos, hatte ich den Eindruck, dass die Pen-Größen größer sind, als sie eigentlich sind. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass sie kleiner sind, aber irgendwie dachte ich, die sind größer. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Damit der Palette gerecht getan wird, benutze ich einen Eyeshadow Primer, wie immer. Okay, zuerst gehe ich mit dem Shade Parched rein. Das ist ein Transition Shade, welchen ich jetzt benutzen werde. Und dafür nehme ich einen flacheren Pinsel und mache das einfach rauf über mein komplettes Eyelid. Über mein komplettes Eyelid. Und was mich sehr interessiert ist, ob es in dieser Palette Fallout gibt. Weil Fallout ist für mich sehr wichtig, okay? Der Spiegel ist einfach amazing. Ich kann einfach nicht. Der Spiegel ist riesig und I love it. Ich benutze immer so einen helleren Shade, um den Primer zu setten und dann ist es richtig einfach, alle Shades zu verblenden. Die lassen sich einfach perfekt verblenden, wenn man diesen Schritt macht. Es ist so schwer, bei dieser Palette zu entscheiden, mit welchen Farben man arbeitet, weil man so viele Looks damit kreieren kann. Ich habe mich aber für meine Basic Shades entschieden. Ich arbeite sehr gerne mit diesen Tönen. Die sind sehr schön, die sind so peachy und I like them a lot. Zum Beispiel Taste Buds und Bitch. I'm so happy. Wie kann man sich bei dieser Palette entscheiden? The struggle is real. Ja, I'm doing it, I'm doing it. Ich nehme meinen Evelyn Pinsel, der ist sauber und der sieht so aus, weil die Spitzen sind schwarz. Der ist richtig guter Blending-Pinsel, den habe ich für 3 Euro oder so, für 2 Euro, ich weiß nicht, aus dem DM-Markt. Könnte ich nur empfehlen. Und zwar gehe ich jetzt mit dem Shades Taste Buds rein. Okay, das hat Fallout. It does have it. I'm sad. Jetzt nehme ich die Farbe Beach, die hier.
Sorry. Dieser Fallout ist giving me life. Jetzt nehme ich die Farbe Stroke, die hier, und blende sie hier in der Ecke ein, um ein bisschen das Lied zu definieren. Ich nehme einen bisschen kleineren Pinsel. Ich bin honestly ein bisschen disappointed, dass die Palette Fallout hat für den Preis 50,50 € und Fallout, I'm sorry, but it's not okay. Bei Juvia's Place ist es, die waren nicht so teuer. Ich habe einen Bundle von 4 Paletten für 40 € bekommen. Die haben Fallout, aber das stört mich nicht weiter. Aber bei dieser Palette ist es ein bisschen disappointing und die Pigmentierung ist auch nicht so gut. Ich musste gerade 10 Jahre blenden, damit die Farbe intensiver wird, und ich weiß nicht, vielleicht ist es für manche gut, die bevorzugen, die Farbe aufzubauen, aber ich hätte mir erwartet, dass die Farbe bam reinkommt und man sie verblenden kann ins ein bisschen schwächere. Aber das Ding ist, man baut sie auf. Ja, also es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich hätte was anderes erwartet. Jetzt nehme ich meinen Concealer und mache eine Cut Crease und bereite das für den Shade Filthy Rich vor. Und der Shade ist richtig Hammer, finde ich. Jetzt habe ich einen größeren Blending-Pinsel genommen und nehme die gelbe Farbe Quench und trage sie hier auf. Und was die Farbe Filthy Rich angeht, ich werde mit meinem Finger reingehen, weil Jeffree Star meinte das auch mit dem Finger. Wenn man das mit dem Finger macht, sind die Farben viel mehr da. Die sind viel mehr pigmentiert, und ich nehme meinen, warte, welcher Finger passt da ein bisschen rein? Ich nehme den Zeigefinger. Oh! Oh yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, das ist echt, echt pigmentiert. Ich verzeihe die ganzen Geschichten vorher, also alles, mit was ich nicht zufrieden war, verzeihe ich nur für die Farben. Ich nehme jetzt an, dass die anderen genauso gut sind, aber ich bin so happy gerade. Leute, ich kann das einfach nicht wiedergeben. Was ich aber erwartet habe, ist, dass wenn ich mit meinem Finger die Farbe anfasse, dass sie sich butterig anfühlt, aber ist es nicht. Es ist halt schon trocken. Also es sind richtige Pigmente. Gepresste Pigmente. Und Jeffree Star meinte auch, der Grund, warum sein Logo nicht auf den gepresst wurde, ist, dass er die Qualität der Shades nicht verfälschen wollte, indem er dann noch irgendwas drum macht. Deshalb hat steht auch sein Logo nicht auf den Shades drauf. Auf den Glitter Shades. Man kann das auch als Highlighter benutzen, weißt du was ich meine? Einen richtig guten Highlighter sogar. Ich bin einfach richtig happy. Ich will jetzt aber einen präziseren Pinsel nehmen, um das alles nochmal hier in den Ecken und so, wo mein Finger nicht reingekommen ist, rauf zu tun. Ey, richtig Hammer. Ich bin happy. Die Glitzer-Shades sind super pigmentiert. Ich will jetzt diesen ganzen Fallout weg. Jetzt mache ich meinen Eyeliner.
und meine Wimpern und dann schalte ich wieder ein, um endgültigen Feedback zu der Palette abzugeben. Okay, hi, ich bin wieder da. Ich habe mein Make-up fertig gemacht und ja, Leute, I'm fucking shook. Ich bin in love mit der Palette, auch wenn sie... Ich habe die Pro- und Contra-Liste hier in meinem Kopf und die sage ich jetzt nochmal für euch. Und zwar das erste Contra ist Fallout. Es hat Fallout. Ja, es hat Fallout. Und zwar schon ein bisschen viel. Aber das ist jetzt nichts Neues für mich. Ich benutze, wie gesagt, Juvia's Place. Die haben auch Fallout. Ein bisschen Concealer kriegt es weg. Nicht so schlimm. Außer halt, ihr macht euer Full Face zuerst und dann eure Augen. Und ja, don't do that. Das erste Pro sind einfach die Farbwahl. Die Farbwahl ist amazing. Ich liebe diese ganzen Farben. Mein Freund war like, ja, du hast sie doch schon. Nein, habe ich nicht. Die Braun vielleicht ja. Aber, bitch, ich bin gerade voll mit meinem Nagel in das Silber reingegangen. Aber it did survive. Ich habe die in der Mitte nicht. Und diese Peachy Shades, meine sind anders. Meine sind nicht so, okay? Das könnt ihr als Argument euren Eltern sagen. Die habe ich, die beiden, in der Sweet Peach Palette. Die sind sehr ähnlich. Das zweite Contra ist der Geruch, der ist ein bisschen komisch. Das stinkt nicht, aber es ist komisch. Ich weiß nicht, also... Es riecht chemisch einfach. Ich weiß nicht, also... Stört mich aber nicht weiter. Wenn es euch stört, ja, keine Ahnung. Don't buy it then. Das zweite Pro ist die Pigmentierung von den Glitzern. Das ist einfach sick, Bro. Ich bin einfach schock. Ich bin so happy mit meinem Look. Es ist... Ich liebe es. Ich habe kein Eyeshadow, das so pigmentiert ist. Ich hab die Farben einfach nicht. Und deshalb bin ich sehr glücklich. Vor allem jetzt mit diesem Filthy Rich. It's amazing. I love it. Ich werde es jeden Tag benutzen. Und Snatched sieht so geil aus. Dieses Rosé-Gold, es ist Hammer. Es ist echt Hammer. Well done, Jeffrey. Und noch ein Contra, was ich aber nicht mit einem Pro widerlegen kann, ist, was war das? Ich habe es vergessen. Doch, es war irgendwie da. Ach so, ja, also es ist nicht wirklich ein Contra. Es ist einfach nur, dass die Farben ein bisschen eine Weile brauchen, um, also die müssen aufgebaut werden. Es ist nicht so, dass du sehr stark reinkommst. Wie gesagt, du musst also die Farben aufbauen. Was aber nicht weiter schlimm ist, wenn du Zeit hast. Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Ich habe die nicht selber gekauft. Mein Freund hat sie mir gekauft. Yay, sponsored bei Volcan. Und ich bin super happy. Ich bin sehr dankbar und ich liebe meinen Look. I love it. Es ist sehr schön. Thanks. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked es, um mir meine Freude zu machen. Wenn ich euch gefallen habe, abonniert diesen Kanal, um mehr von mir zu sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.